Beste 8 Online-Fälle in Minecraft von ScoobyCraft Teil 8 cool. Was? Teil 8 cool? Ah, Roman, Teil 8 cool. Ich bin schon richtig gespannt. Leute, Bock auf Scooby. Hi. And welcome back to another episode with my friend. Hi, my friend da drüben. Hi, Roman. Na, was geht ab? Heute werden wir wieder mal ScoobyCraft gucken, Leute. Die letzte Folge von ScoobyCraft kam mega gut bei euch an. Wer die nicht gesehen hat, checkt die unbedingt aus. Das waren die heftigsten und krassesten Fallen, die ihr jemals gesehen habt. Und das werden wir heute uns nochmal anschauen, weil wir mega Bock darauf haben. Heute gibt's nochmal krassere, oder wie? Heute gibt's nochmal. Hast du das Video schon gesehen? Ich hab's nicht gesehen, nein, keine Ahnung. Das sind nämlich beste 8 Online-Fälle im Minecraft von ScoobyCraft Teil 8. Cool. Das ist es. Das ist der Titel. Ich würde sagen, wir starten. Let's go. 3, 2, 1. Boom! Okay, Free Diamonds ist die erste Falle. Ist auf jeden Fall schon mal heftig. Okay, er buddelt ein Loch. Er buddelt ein Loch runter. Red Was Zone. Macht er da unten rein? Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass es die Falle ist, die ich... Hä? Okay, mit einem Dings. Dispenser. Vielleicht ist ScoobyCraft Dings. Vielleicht hat er dazugelernt. Ich weiß es nicht. Hä, was macht er da? Nochmal eine ganz andere Konstruktion. Eine komplett andere Konstruktion. Ich glaube, er hat jetzt dieses Mal was richtig Krasses vor. Ja? Wer übrigens die letzte Folge gesehen hat, weiß... Er zeigt auch direkt, wie man das im Survival baut. Dass ScoobyCraft ein richtiger crazy Dude ist. ScoobyCraft, ist echt so. Hä? Aber ich verstehe bisher noch nicht, was er da wirklich macht. Irgendwas, Aber Free Diamonds heißt die Falle. Free Diamonds. Wahrscheinlich muss man da in den Hopper irgendwas sag mir jetzt nicht, dass... Er macht da so Potions rein, so Schadenspotions. Oh mein Gott, okay, okay. Da ist ein Schild und wenn du die... Hä? Achso, der Diamonds. Hat einen Repeater gebaut, dass die Potions dann halt in einer Clock rausgeschmissen Scooby werden. ScoobyCraft! Das heißt, nur eine raus, sondern mehrere. Dieser ScoobyCraft, und der macht mich fertig, ey, wirklich, ich sag's dir. Oh, Diamonds! Und sein Kumpel so, oh, was ist das? Oh mein Gott. ScoobyCraft. Man sieht auch gar nicht, er hat hier einfach so diese Dings hier unten, diese Dirt-Blöcke, beziehungsweise diese Grasblöcke, weißt du, ich meine, der hat einfach so 30 Grasblöcke, so, huch, wie kommen die denn dahin? Wie cool ist das denn? Okay, Road to Hell ist das nächste, also sozusagen die Straße in die Hölle. Bin ich gespannt. Free Ride to Dia. Also kann man da einfach einen nice Ride umsonst holen. Kannst du dir einfach einen richtig nice Ride gönnen. Ja, hast hier deine Minecarts drin, die Strecke in Richtung Hölle sozusagen. Wahrscheinlich fährt es dann einfach in Lava. Wahrscheinlich 100. Oder? Also, ich will nicht sagen 100%, aber ich würde sagen so zu. Doch, 100%. 95% wird. Oh mein Gott. Und er hat es auch noch gespoilert. Es ist zu 100%. Er hat das auch noch gespoilert. Er hat sogar noch gespoilert. So, warte mal, wo ist denn das jetzt nochmal? Scooby macht die besten Videos. Der ist bestimmt einfach in so eine Vanilla-Welt reingegangen und hat es dann zufällig so gesehen, weißt du? Ja. Er versucht zu verstecken. Aber man muss dazu auch nochmal fairerweise sagen: Scooby, der macht alles. Weißt du, der denkt sich nicht, yo, die Falle ist jetzt gut oder die Falle ist jetzt schlecht, sondern er macht's einfach, weißt du, wie ich meine? Sondern er will einfach nur seine Freunde pranken, weil er nämlich der heftigste Prankster auf ganz YouTube. Egal, ich sag nichts mehr dazu. Ja, Mann, ich kann ein auch nichts dazu Prankster. Sagen. Bist du eigentlich gerade am Essen? Nee, warum? Achso. Bist du am Essen? Nee, du. Du sollst doch lieber ScoobyCraft gucken. Roman? Ja. Okay, gut. Ich schau doch so. Warte, da kommt sein Kumpel. Ja, ich seh's. Du bist am Essen, gell? Nein. Doch. Ich bin wirklich nicht am Essen. Okay, Leute, Alter, wenn Roman am Essen ist, müsst ihr jetzt hier alle... Ja, Video sehen. Wenn Roman am Essen ist, müsst ihr alle ein Like auf das Video geben. Ja, und der ScoobyCraft-Kumpel ist natürlich in die Lava gefahren. Wer hätte es gedacht, hä? Roman, hör jetzt auf zu essen. Konzentrier dich, wir gucken hier gerade ein Video. Slippery Road. Slippery. Ich weiß nicht, was da dran so witzig ist. Ich weiß auch nicht, nur war dieser Prank gerade eben so beeindruckend, dass keiner was gesagt hat. Dass er mich kaputt gehauen hat. Es hat einfach keiner mehr was dazu gesagt. Ja, man muss halt schon sagen, diese ScoobyCraft-Fallen sind schon sehr, sehr speziell. Okay. Ich liebe ScoobyCraft. Ja, ich auch, Mann. Ich finde, er hat einen Orden verdient. Okay. Also... Was wird dieses Slippery
Keine Ahnung. Also ich glaube, da fällt man dann irgendwie durch. Ich glaube, dass er da noch irgendwie Eis hinmacht oder sowas. Und es soll dann irgendwie so eine Slippery. Er baut mit einer Schaufel! Er baut mit einer Schaufel Stein ab. Ich habe das Gefühl, dass der Scooby ganz vorsichtig auf seine 10 Minuten kommen möchte. Deswegen baut er den Stein. Genauso wie du auch. Ab. Oh Mann. Okay, er macht, glaube ich, jetzt so. Er will auf 10 Minuten kommen. Okay, er. okay, alles klar. Und jetzt macht er dann. Bitte sag mir nicht, dass das die Falle ist, Scooby. Scooby, bitte. Das ist die Eisfalle. Oh, am aber Anfang das, ey, Moment, Moment. Ja, aber das ist cool. Da muss ich sagen, das aber ist da okay. Aber da kann man locker stoppen. Ja, 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 du kannst locker zurücklaufen einfach. Du kannst ja absolut, aber es ist... Warte, ich will sehen, wie sein, ich will jetzt sehen, wie sein dummer Freund das macht. Sein Dumbo-Freund, warte, wo ist er denn? Hä, Moment mal, aber was ist jetzt los? Da ist er. Oh nein, da kommt er. Aber er hat inzwischen einen Freund, inzwischen macht das nicht mehr selber, gell? Ja, aber guck mal, er hat einfach so, als ob der das nicht checkt. So, hä, Moment mal. Wow. Hä? Da hätte er auch gar kein Eis hinbauen müssen. Da guck mal, er kann ja auch, gewesen, er kann ja auch davor anhalten. Oha, voll das krasse Haus, Junge. Richtig gut gebaut. Crazy. Es sieht sehr oh, bitte, aus. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht, Scooby. Hä? Scooby, bitte nicht. Tun's das Gleiche. Scooby, bitte tun's das nicht an. Skibidi-ba-ba. Scooby, bitte. Aber das ist schon ein Quick-Troll, den er da macht. Ein Quick-Troll. Scooby. Scooby, och man, Scooby, bitte nicht. Ey, kannst nicht. Froh sein, dass er nicht so lange fürs Bauen gebraucht hat. Normalerweise baut er immer den Stein mit der Schaufel ab. Okay, da kommt sein Kumpel mit den Dreads. Er geht ra- und tot. Geprankt! wie er ihn geprankt hat. Hier, Applaus einfügen. Ja, wow, Scooby Craft. Yeah. Was macht er da? Keine Ahnung, was er da vorhat. Okay, er baut hier einfach mit der Schaufel wieder seine Tunnelwege da sozusagen. Oh, Wasser. Interessant. Interessantes Wasser. Frisches Aquaminerale. Aber was hat er vor? Was hat er diesmal vor? Mit einem Bett. Was hat er dieses Mal vor? Scooby, der Prankster. Echt ein Prankster. Oh, okay. Jetzt wird er richtig kreativ. Hier mit TNT. Chillig. Ich weiß nur, wie er das zünden möchte. Oh, er macht oben okay, so einen macht Hebel hin. Oh, jetzt hat er sich selber zugebaut. Aber warum? Was hat dieser Prankster nur vor? Was hat er jetzt dieses Mal vor? Baut er den Mal TNT vor? Auch wieder ab, den er gerade eben platziert hat. Was hat er dieses Mal vor? Das ist eine sehr komplizierte Vorbereitung. Man aber sieht es ja auch fast gar nicht. Okay, okay. Also er hat das Feld jetzt... Hä? Hä? Hat er da so eine... Hä? Ist es der erste richtige Prank, den wir nicht mal verstehen? Ist es der erste richtige heftige Prank? Da kommt wieder sein Kumpel mit den nicen Haaren. Aber was hat er vor? Aha. Er will sein Dings jäten. Will er sein... Was? Ach, was? Oha. Oh, Scooby. Scooby. Ist es Scoobys Ernst gerade? Oha. Alter. Yo. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Das war ein guter Prank. Ich wusste es auch nicht. Mit diesen komischen Blöcken da Dingenskirchen. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Fällt der Name gerade nicht ein. Minecraft-Profi. Wooden Pressure Plate. Wooden Pressure Plate. Du musst ganz genau hingucken. Du lässt dich immer so ablenken. Ich lass mich nicht ablenken. Ich bin voll dabei. Guck da kommt oh sein Gott, Kumpel, der Dumbo mit der Riesenhose. Jetzt fällt er da durch den Sand durch. Ja. Geprankt. Aber so. Ich stell mir das so vor, so übel. Dass dieser Dings, dieser Scoobycraft hat so eine Cap, wie so typisch Andy, weißt du, sitzt so seitwärts auf, macht so, yo, geprankt. Ich habe ihn geprankt. Typisch geprankt. Wow. Okay, er macht wieder etwas. Er macht wieder etwas mit Dings. Mit TNT, so wie es aussieht. Also ich glaube, was sagst du? Moment, wir müssen hier ganz kurz Pause machen. Was glaubst du, was er jetzt gerade macht? Er hat eine Pressure Plate, TNT und er baut gerade eine Höhle aus. Also ich glaube, er holt sich gleich ein Eis. Ich glaube, er wird auf jeden Fall, dass wenn man da runterkommt, wird man auf die Pressure Plate gehen und wird dann vom TNT in die Luft gejagt. Aber mit TNT kann man eigentlich so viel mehr machen. Mit TNT kannst du so viel mehr pranken als nur das. Was cool wäre, wenn man so... Also, ja? man schaut dem guten Scooby einfach dem ganzen Video dabei zu, wie er einfach irgendwelche Höhlen ausgräbt und die mit TNT füllt. Das sind eigentlich meistens immer die gleichen Pranks, nur dass das TNT immer anders gezündet wird. Okay, er hat jetzt so die Pressure Plate da unten hingelegt, wie ich gesagt habe. Oh. Jetzt hat er einen richtig sneaky Platz gefunden.
wo er seinen Kumpel ausspähen kann. Oh, wejo, wejo. Hä? 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 Scooby? Ja, das ist ja sehr krass gewesen. Hä? Scooby, was hast du? Das sah aus, als wäre das von selbst einfach in die Luft geflogen, oder? Hä, ist da überhaupt jemand reingegangen? Keine Ahnung. AFK. Der Typ heißt einfach AFK, ne? Er macht bestimmt jetzt, er macht was Oha. Mit Bäumen. Oha! Boah, krass, der kann dann in dem Baum einfach sterben. Ja, aber jetzt mal Real Talk, das ist eine coole Idee. Oder aber nicht? Hätte er ihn nicht auch einfach so umbringen können? Er hätte ihn auch einfach schlagen können, ja, stimmt. Aber mit einem Baum ist das viel cooler und er freut sich richtig. Scooby, 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 Scooby! Ich muss sagen, das Video war besser als das letzte, würde ich mal fast behaupten. Ja, auf die jeden Pranks Fall crazy. Waren besser, aber sehr viel mit Aushöhlen und viel mit TNT. Guckt ihn euch an, Leute, das ist er. Scooby Craft, der Prankster. Okay, Leute, lasst ein Like da, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Ciao, Leute. Und für mehr, schaut bei Roman vorbei. Tschüss. Juhu, tschüss.